Havidere und schön, dass du wieder da seid zu Minecraft. Ja, wie man schon leicht rechts gesehen hat, es ist jetzt alles befüllt, es ist eine Reihe oben mehr drauf, als wie wir gehabt haben. Und wir werden jetzt einfach mal der Omat auch nochmal, wir werden auch da jetzt ein Zwischending machen. Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5 sowas. Jetzt haben wir da oben dann nur mal so eine Reihe reingemacht. Und dass man da halt einfach entspannter hinkommt. So. Also. Prinzipiell möchte ich da jetzt ein Block überlassen. Ne? Dann machen wir da einmal der Reihe Ding her. Dann müssen wir da hinten so machen. Weil, jetzt sage ich jetzt gleich warum, soweit ich das weiß, sind da immer noch Sachen drin, die wo gar keinen Platz haben können. Das ist das Riesenproblem. Und dadurch können wir halt dann auch Felsen haben nicht einlagern, wo wir aber einlagern mehr. Und deswegen machen wir da jetzt einfach mal nur mal so ein Dreier-Ding drüber und bauen wir da so einen kleinen Steg oder so davor, dass das einfach dann auch geht. So. So, 1, 2, 3. Gut, dann nehmen wir einfach mal 4 die Buddeln. Dann wird das schon werden. Aber dann merken wir erstmal, wie viele Teile das gibt, ne? Wie viele super krass viele Teile das gibt. Ja, wir werden auf alle Fälle für die Metalle dann irgendwann noch Compressing Drawer bauen. Weil das macht einfach mehr Sinn dann. Fällt mir gerade auf, dass wir es sogar an der falschen Position gebaut haben. Wir hätten eigentlich doch 4 müssen. Uff. Ist jetzt sogar ein bisschen blöd. Wenn das jetzt so ist. Ist jetzt gar nicht wie. Also, das lässt man einfach so und dann macht man da oben halt einfach. Vertäfelung mit Holz drüber, dass die so dann trotzdem passt. Jetzt machen wir erstmal das da rum und dann müssen wir uns sowieso überlegen, wie wir das da ummachen. Irgendwas ist doch komisch, dass man das so weit einsickt. Was ist auch nicht. Ja, bleibt uns jetzt. Also, wir wollten es ja sowieso verkleiden, also dem hier. Das passt dann schon. Deswegen sieht man, jetzt fällt mir, deswegen sieht man von oben nicht hin, wo man hin sehen könnte. Und man kann da gar nicht so hoch das machen, wenn wir da bloß so zwei Weg hätten oder einen Einser Weg davor. Wir haben jetzt einfach mehr Platz, also sollte man einfach nutzen, was wir haben. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. So. Zufällig dabei gehabt haben. Also da war dann dies. Machen wir da mal so. Da hat er dann einfach ein Lorte aufmachen irgendwie. Oder da halt.
Weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Da macht man jetzt auf alle Fälle mal ein 2er Ding 4er. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir schon mal dies. Das haben wir schon mal. Dann machen wir noch ein bisschen leiser, weil es einfach viel zu laut ist. Kann man das Lila überhaupt nicht ändern. Und dann von unten noch schauen, wie das ausschaut. Das so funktioniert oder nicht. Da können wir jetzt auf alle Fälle mal. Da können wir jetzt mit Designer. Bam, bam. Oder so, ne? Das kommt nur weg. So. Schauen wir mal, wie schaut das aus? Ja, kann man machen. Kann man machen. Gibt sicher bessere Lösungen, aber dann macht man da herunten. Dann macht man Mauer aus Stützen her. Dann jetzt einmal kurz den Steinsäge wiederholen. Wieder irgendwo vorne bauen. Einfach, dass wir nicht immer so weit rennen müssen. Ich weiß nicht, irgendwie wird das nicht leiser, ne? Irgendwie wird das immer bloß lauter. Das ist irgendwie komisch. So. Steinsäge. Dann. Natürlich dann so sein. Und dann braucht man noch Zerrippen. Dann natürlich da. Dreckig bauen müssen. Jetzt ist die Frage, machen wir die dann da her? Machen wir da unten. Ganz gut. Gesetzt. Machen wir da mal so. Ja, Spawn kann gerade nichts für mich drauf. Ich habe ausgeschalten. War ja was. War ja was. So. Funktioniert das schon wieder besser.
sein. Ja. Schön. Schön, schön, schön. So. Ja, das schaut dann wieder besser aus wieder, ne? Wenn man es so macht. Hat sich die Frage, macht man das bis hinter oder nicht? Da jetzt mal nah sagen. Oder ist jetzt auch wieder die Frage, macht man da noch einen zweiten außer dann? Deswegen, wie sagt man, macht da noch. Warte mal. 20 haben wir dabei. Macht da noch irgendwie so eine Art Abschluss her? Wenn ich jetzt so da stehe. Also, wenn ich jetzt da ein Ding her mache, dann stehe ich so da. Wenn ich dann mal so. Nee. Ob das vielleicht nicht so war gescheit oder um es so herzumachen. Aber nur, dass man dort den Abschluss auch wieder machen kann mit der Sound drauf oder so. Anders und gescheiter ist, ne? Klauen wir mal schnell alles da auf. Eigentlich wollte ich ja mehr Drawer bauen halt, ne? Aber irgendwie packt mich da gerade das Bastelfieber. Schon fast. Mhm. Müssen natürlich da so machen. Ja, momentan ein bisschen schwierig mit der Musik, ne? Das. Okay. Einmal bitte nochmal treiben. Treiben. Mach's mir nochmal wieder. Jetzt machen wir erstmal dies. Okay, jetzt werden wir wieder eine Reihe, oder? Ich bin jetzt veräppeln. Vielleicht zum Ort reckt man nicht. Mensch. Ich glaub's da nicht. Wegen einer Treppen reicht's mir jetzt nicht. Macht man schnell eine Treppen. Seht ihr nicht doch, dass man wegen einer Treppe nicht ausgeht da hinten. War nicht so. So. Dann kommt noch mal ein Zaun hier. Für
Gibt nicht zwei Materialien, was man benutzen kann, weil Stroh haben wir eh so viel. So, dann gehen wir wieder auf den Zaun her. Machen wir da noch eine Riege her, damit ich aussehen kann. Vielleicht ist es jetzt momentan erschwert, da auf und zu kommen. Aber es ist ja nicht der Sinn dahinter, dass man da instant herum ist. Das ist ja eigentlich auch. Sonderzugang da herum. Ungefähr so wie die Sonderteilung in der Bibliothek oder so. Zu filmen, oder? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Da war jetzt dies. Verbinden. Wir noch natürlich Eis mitbauen. Auf 5 Schubladen haben wir sogar noch. Okay. Nicht schlecht. Was auf alle Fälle, dass da unten noch Fackeln drin waren. Tja, jetzt kommt man wieder nirgends mehr hin, ne? Ohne dass man außen rum geht. Wir müssen auf alle Fälle irgendwie ein Lord da aufbauen oder so. Da waren irgendwo Fackeln drin. Und Fackeln, die braucht man. Braucht man nur. Was war für die Holz und. Holz und Räder drin. Weil man sieht, ich habe einiges ausgeklärt, was man so rumliegen gehabt hat. Oma hat alles sehr ausgeklärt, was da irgendwie rumliegen ist. Die ganze Schüdel habe ich da. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass da einfach schon einiges herunten ist. Was wir, jetzt können wir halt einfach wirklich auf alles sagen. Alles, was egal ist. Es muss nicht mal stackbar da unten sein. Dass das in dem Filtersystem funktioniert hat. Das kannst du einfach so, weil es stackt sich ja trotzdem auf zu einer gewissen Zahl. Ich habe ja auch noch mal einige. Da bin ich wieder ausgeklärt. Also alles, was auf Filter kann ich eigentlich jetzt einsortieren. Aber das ist gleich der Grund, warum wir da drüber sind. Interessant. Aber ich glaube, da ist mir kein Holz mehr. Jo, kein Holz mehr und ich habe nichts gepflanzt. So. Das sind 64 Bäume noch. Damit man sich einmal vorstellen kann. Überlegt, was ob wir irgendwo Bäume haben, die wir jetzt schnell mal abholzen könnten.
Aber ich glaube nicht, ob das da ist verbaut ist. Mal schauen, ob Schnee mit zwei Bäumen gewachsen. So machen wir das. Können wir dann auch wohl Dinge. So. Den Baum, da können wir eigentlich auch weg, mehr weg, oder? Ich habe bloß gepflanzt, weil ich den Sapling noch gehabt habe. Gut. Dann machen wir uns mal ein paar vor die Verbinder. Ja. Ich habe jetzt genau dreimal. Ich bin gerade überlegen, ob man das von hinten her ausschließen soll. Aber es macht auch nicht viel Sinn. Ne? So können wir einfach herum mit der Arbeit ausschließen. Und dann geht das alles einfach wieder mit rein. Und staut sich das nicht so zurück. Ihr seht, da ist noch einiges, was noch gar keinen Platz hat. Deswegen sage ich ja. Nach und nach. Man kann jetzt auch zum Beispiel sagen, man macht jetzt so eine Ebene, wo das Essen dann drin ist, oder wo die ist drin ist, wo die ist drin ist. Oder wo nur Redstones auch drin haben. Aber das ist alles dann mehr oder weniger, wenn man mal das meiste drin hat, dass man sagt, oh, das gehört da eigentlich aber nicht her. Und dann nimmt man das komplett außer und tut es händisch woanders hin. Und der sortiert den kennt dann, ah, da gehört die sie, ah, da gehört die sie. Der sagt dann immer, wo das Item mit ist. Also das praktische an den Storage Rohr mit automatischer Einsortierung. Aber da muss ich sagen, da war es beim anderen auch ein bisschen aufwendiger zu bauen. Weil es einfach nur ein bisschen Eisen, ein bisschen Holz braucht. So. Das finde ich ein bisschen zu simpel dann schon wieder. Dass man dann so ganz einfach einfach nur sagen darf, ja, das brauchst du fertig. Da nehmen wir wirklich Anstrengungen. Irgendwie, ich glaube, Nether Quarz braucht und deswegen hast du es an die Form von oben machen können. Und das kannst du einfach standardmäßig von Anfang an so bauen, wie es Bock hast. Ohne dass wirklich aufpasst drauf. So. Gut, dann gehen wir nochmal oben. Schauen wir mal, ob wir noch mal Dings machen können. Schokolade. So. Da ziehen wir noch vier. Sieht besser aus wie vorne. Das Problem, was ich ja so habe. Kann es sein, dass mir jetzt dass das da nicht mehr geht? Kann es sein, dass der dies nicht mehr steuern kann? Ich glaube aber eigentlich nicht. Das kann mich schon fast ein bisschen wundern. Ich muss mich ja irgendwie damit beschäftigen. Hätte das ich gar nicht mehr. Wie das anders machen. Und endlich kann er anscheinend auch nicht machen. Dann jetzt mal dies zum Beispiel auch.
dann eigentlich, wie werden das? 7 mal 4, 14, 28, 28, 28, 56, 56, 112, 112, 120, 140, 140 Schübe. 145. Das heißt, du musst 140 bekommen. Nee, oder? Sollten vielleicht einfach was voll. Weiß ey. Da ist nämlich den. Warte mal. Ist unten da schon Netherrack oder? Ja, habe ich nicht, habe ich nicht nur ein Eisending gehabt? 1820 ist halt eigentlich nie gegangen. Ja, solange dies als erstes drin ist, geht es noch nicht mehr. Das andere jetzt näher ist, jetzt füllt der erste da oben auf. Das ist jetzt das. Füllt nämlich immer, es ist immer so, es füllt immer als erstes das näheste zum Input auf. Und manche Sachen halt irgendwo unten einfach auch schon drinnen, muss man halt auch sagen. Manche Sachen halt zwar nicht unten drin, aber. Knochen unten auch schon irgendwo drin. Ja gut, dann kann er anscheinend doch unendlich bewirtschaften oder einsortieren. Wir sehen es bloß nicht. Eine bestimmte Entfernung kann er ja auch nicht erzeugen. Dem her, wie man sieht, weil da kann man Lava einmal rein, oder? Gut, aber ich halte euch jetzt noch nicht mehr länger auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis morgen. Habe ich dir.